So, es kann weitergehen. Heute habe ich die letzten Zutaten bekommen, um meinen Wohnwagen ein bisschen fertig zu machen. Ich wollte euch mal die Sachen zeigen. Hier mal ein bisschen Klebezeug, um die Solarplatte nachher zu verkleben. Die Kasül. Hier ist dann nochmal so ein Anschlusskabel vom Solarregler zur Batterie. Sicherungshalter. So, dann haben wir dann hier noch eine Dachdurchführung. Zwei Stück. Gucken wir mal das Solarpanel an. Aufmachen hier. Das habe ich bei der Firma Fraun bestellt. Erstmal einen super lieben Dank an die Firma Fraun. Sehr netter Kontakt. Super schneller Versand. So, hier ist das gute Stück, was auf dem Dach kommt. Also, warum habe ich mich hierfür entschieden? Weil ganz wichtig für mich ein Kabel. Keine zwei Kabel, nur ein Kabel, den ich schön einführen kann. Dann ist es begehbar. Ich laufe zwar nicht auf meinem Wohnwagen rum, aber ich denke mir, wenn es mal einen Hagelschaden geben sollte, wird das bestimmt länger überleben, als wenn ich ein normales mir genommen hätte. Natürlich ist es ein bisschen teurer, aber gut. Wenn ich so ein Ding auf meinem Wohnwagen verklebe, dann ja, denke ich, war das eine gute Entscheidung. Dazu habe ich mir hier so einen Solarregler geholt, der gegebenenfalls nochmal ein zweites Panel zulässt. Mal gucken, ob ich das jetzt hier irgendwie aufbekomme. Da muss jemand auspacken. So, hier mal eine kleine Gebrauchsanweisung. Hier der Regler. Ordentlich fette Kühlrippen drin. Bin mal gespannt, wie warm der wird, wenn ich den verbaue. Aber ist schon ordentlich fetter Kühler drin. Ja, aber hier, das ist ja, schön dünn und hoffentlich stabil. Ja, dann werde ich das Ding mal verbauen oder die Sachen und euch weiter auf dem Laufenden halten. Wenn der eine oder andere noch ein paar Fragen hat oder noch mal was genauer sehen will, ich kann ja noch mal irgendwie ein paar Fotos dann machen. Also einfach Bescheid sagen. So, ich habe mal Multimeter geholt, um zu gucken. Bin hier noch drinnen, also Markise ist sogar noch davor vom Fenster. Mal gucken, wie viel Volt es anzeigt. Ja, das ist doch mal für ja, im Karton, im Wohnzimmer. Also ist das doch eine gute Ausbeute, oder? Also, bis jetzt. Super zufrieden, also echt klasse. Falls der ein oder andere noch mal genauere Daten haben will vom Solarpanel oder irgendwie sowas, ich werde mal unten ein paar Links reinsetzen, da könnt ihr mal gucken. Und dann hier von der Firma Fraron werde ich natürlich auch einen Link reinsetzen oder hier bei Amazon die Sachen, die ich da besorgt habe. Könnt ihr euch dann alles selber mal angucken und die genauen Daten von dem Panel vielleicht mal durchlesen oder so, weil ich finde es bemerkenswert schon, dass es nur hier im Wohnzimmer so viel Volt bringt. Also Hut ab. So, dann geht's mal in die Montage. Mal ein bisschen Werkzeug zurechtgelegt und mal schauen, wo wir was befestigen. Aber ich glaube, ich habe da schon die richtige Stelle. Ich glaube, ich werde da die Seiten. Kleiner Zwischenstand hier von dem Kabel. Da ist gerade vorne die Verquetschung abgegangen, diese hier. Und
Und jetzt guckt mal, also das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Das scheint überhaupt kein Kupfer zu sein. Und für den Preis, ja, aber müsst ihr selber wissen. Könnt euch selber noch entscheiden, irgendwo anders auch zu kaufen. Link mache ich trotzdem mal rein, auch wenn ich den jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Gibt Besseres. So, jetzt ist er platziert. Kabel kommen schön sauber da raus. Und jetzt machen wir mal provisorisch mal das Panel dran. Mal gucken. So, das Panel liegt hier komplett im Schatten. Da ist die Sonne. Hier ist komplett Schatten. Und jetzt blende ich mal ein über die App, wie viel Watt es bringt. Ein, zwei Watt, da ist nicht die Welt, aber wie gesagt, ist komplett im Schatten. Ich werde es jetzt mal kurz aufs Dach legen vom Wohnwagen. Da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr Sonne und dann schauen wir mal weiter. So, es liegt auf dem Dach, dann wollen wir mal schauen. Watt, ja, das ist doch schon mal ein bisschen Watt. Und dann schauen wir mal. Ich werde jetzt erstmal hier Pause machen, weil ich muss den Wohnwagen ein bisschen verrutschen. Da muss ich mir noch eine längere Leiter besorgen. Und dann geht es im nächsten Video weiter.